Ja, moin Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich verzweifle hier an diesem scheiß Kupplungsnehmer oder besser gesagt an dem Verstärker. Ich finde den Fehler nicht. Ihr habt den ausgebaut, der liegt auf der Werkbank. Ich zeige euch das mal und tja, wäre cool, wenn von euch was kommt. Ja, ich habe den jetzt mal ausgebaut. Ich habe im Forum gelesen. Das Ding soll sehr unzuverlässig sein. Der Pott sieht sauber aus, der hat kein Rost angesetzt, gar nichts. Es sind leichte Schleifspuren drin. Okay, es ist halt eine verzinkte Schicht. Ansonsten ist der Pott okay. Der hintere Kolben, die Dichtung hat gar nichts. Da ist nicht eine Macke drin. Der Alukolben hat eine leichte Oxidschicht angesetzt. Da läuft aber nicht drin, weil die Dichtung ist halt ein bisschen erhaben. Die Feder ist okay, wenn man den aus dem Zylinder zieht. Hier vorne der Stößel. Die Dichtung ist vollkommen, ist heile, da ist nicht eine Macke drin, da ist nicht eine Welle drin. Der Metallkörper ist okay. Und ich denke, hier drinnen wird eine Gleitringdichtung sein. Gut, der Klapper, der ist halt mit dem Hohlspannstift drauf, ja. Sonst ist das Ding spielfrei. Hier hinten im Gehäuse klappert ein bisschen. Sieht man das? So. Also ganz wenig, ganz minimal hat er hier Luft. Und das Zylinderrohr, ja, wie gesagt, ist auch okay. Also man sieht es ja gerade nicht, das Licht reicht nicht aus. Ist nichts fühlbar drin, keine Macken, gar nichts. Leichte Schleifspuren zu sehen, aber ansonsten auch nichts. Wie funktioniert dieser Bums? Ich weiß es nicht. Hinten kommt Druck drauf, ist ja im Bypass geschaltet zum Allradschaltventil und Differentialsperre. Das heißt 5,5, 6 Bar irgendwie in dem Dreh. Der kriegt hier hinten Druck. Und hier vorne wird er irgendwie einen Regeldruck kriegen oder einen Steuerdruck von der Kupplung. Hier kommt er die Zuladung an vom Kupplungsgeber. Und dann muss er hier irgendwie schalten, dass hier irgendwas nach vorne fährt. Dieser Zylinder drückt ja dann wahrscheinlich nach vorne. So. Und drückt hier vorne die Flüssigkeit zum Nehmerzylinder hin. Das Problem ist bei mir die Kupplung. Ich kann sie entlüften. Ich habe kein Spiel drin, die ist fest. Und wenn der Motor läuft, dauert das ein, zwei Minuten und auf einmal ist die Kupplung wirklich nichts. Ihr habt es ja gesehen im ersten Video. Und es passiert halt immer wieder, wenn ich mir die Dichtung hier angucke, da ist nichts drin. Keine Macke, keine Riefe, gar nichts. Wo kommt die Luft her? Falls das irgendeiner von euch weiß, wie das Ding hier funktioniert, ob das hier drin eine Gleitringdichtung ist, die kaputt ist, ob eine Membrane kaputt ist, ob das hier hinten im Steuerventil, ob da noch eins drin ist, kaputt ist. Ob es eine Firma gibt, die Dinger instand setzen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn da was wirklich Brauchbares bei ist, dann würde ich da gerne Kontakt aufnehmen wollen. Neuer wird wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Das Geld zu verbrennen, das sehe ich gar nicht ein. Sonst fliegt da raus, kommt eine starre Ladung rein. Von 1000 Unimogs haben vielleicht 5 so einen Verstärker hier drinne. Und ja, ich suche den Fehler und ich finde ihn nicht. Wahrscheinlich ist er total banal. Ich kann es euch nicht sagen.